Wenn ihr mal wissen wollt, wie sich der Herr Münchhausen früher immer so schön aus seinen krummen Geschichten rausgeredet hat, schaut euch unbedingt dieses Video an. Das muss wirklich jeder gesehen haben. Sie war früher Schauspielerin. Ach, interessant. Hat sie was gemacht, was ich gesehen habe? Frau Wagenknecht wird im TV-Duell mit Alice Weidel eindeutig der Lüge überführt und hört euch jetzt mal an, wie sie versucht, sich aus dieser Situation rauszureden. Jetzt pass mal auf, wie ich mich da rausfinde. Meine Frage an euch, wer hat diese Rede geschrieben? Eine Rede im Kindergarten hat mehr Niveau. Wenn die Kinder Puffmama hören, dann liegen die schreiend und traumatisiert am Boden und sind völlig verzweifelt und können keine Pornos mehr hochladen, ist doch ganz klar. Und schaut mal, wie verkrampft die Frau jeden Satz vom Teleprompter abliest. Das ist ja schon krankhaft, das ist ja pervers. Und ich hoffe auf ein wenig Interaktion mit euch. Geht doch mal zum Spaß auf die Seite von Sarah Wagenknecht hier bei YouTube und lest mal die Kommentare unter diesem von mir geschnittenen Originalvideo von ihr. Ich verspreche euch, ihr habt noch niemals in eurem Leben so viele negative Kommentare gelesen und das ist ihre eigene Seite mit eigentlich ihren Fans. Und Leute wie ich, die mahnen ihre Hand dahin, wie ich das jetzt tue, wird es denn vermutlich wohl gar nicht mehr geben. Zieht euch das einfach mal rein und schreibt bei mir, was ihr dazu gelesen habt. Würde mich sehr freuen. Los geht's. Na kommt, es geht los. Euer Onkel ist im Fernsehen. Na, wo bleibt ihr denn? Tja, Herr Höcker, getroffene Hunde bellen. Oh, was hat der Thüringer AfD-Chef sich aufgeregt. Ich hätte ihm doch ganz böse Dinge unterstellt. Und ja, der gute Herr Höcker hat ja ein objektives Problem. Ich bin Mr. Wurf. Ich löse Probleme. Gut, wir haben eins. Hab ich gehört. Wenn er so vor seinen Hardcore-Anhängern steht, da sagt er doch gerne mal, was er wirklich denkt. In seinen Büchern schreibt er es übrigens auch. Ja, das hätte ich mir denken können, dass du wieder mit deinen kommunistischen Agitationen ankommst. Aber er weiß natürlich, 20-30%, die AfD wählen, Nazis wollen die Leute nicht wählen. Und deswegen muss er immer wieder ganz doll zurückrudern und sagen, war alles nicht so gemeint, war doch ganz anders. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Und die bösen Medien, die unterstellen mir hier irgendwas. Und klar, da hat er manchmal einen Punkt, weil es gibt tatsächlich in der Presse immer wieder auch Berichte, die auch nicht stimmen oder wo zumindest einiges nicht stimmt. Die Frau hat dann auch bei jedem Thema nach ein paar Jahren das Gegenteil von dem getan, was sie vorher vertreten hatte. Auf einen solchen Bericht bin ich leider auch reingefallen. Los, bedien dich, pfeif's rein, Mann. Riecht wie Pisse, sieht aus wie Pisse. Ist auch Pisse. Ich habe in dem Duell mit Alice Weidel die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitiert, weil ich davon ausgegangen bin, FAZ, ja, ich teile oft nicht, was da steht, aber dass die zumindest halbwegs seriös zitieren. Das riecht gut. Das hatte ich schon gedacht. Und in einem Artikel der FAZ stand im August, konnte man nachlesen, dass Höcke zum Thema Remigration gesagt habe, man werde in Deutschland, Zitat, ohne Probleme mit 20-30 Millionen weniger Menschen leben können. Naja, dachte ich. Wenn es die FAZ sagt, wird es wohl stimmen. Ich sag mal, jetzt haben wir bei der Alten ihrem Körper schon fast jedes Körperteil ausgetauscht. Nur das, was am dringendsten ausgewechselt werden müsste, ist noch da und das ist ihr Gehirn. Tatsächlich war das falsch. Das ist richtig. Das ist genau das, was es bedeutet. Wobei auch interessant ist, von August bis jetzt, offenbar war weder Herrn Höcke noch irgendeinem seiner Mitarbeiter aufgefallen, dass es da ein falsches Zitat gab. Oder es war einem eben auch egal. Vollkommen egal. Vollkommen egal? Also tatsächlich hatte Herr Höcke in besagter Rede nicht von 20-30 Millionen, sondern von 20-30% gesprochen. Hundertprozentig. Aber Moment, rechnen wir mal nach. 30% von rund 84 Millionen Einwohnern in Deutschland, das sind in der Tat nur 25 Millionen. Toll! Richtig, siehst du, du kannst doch rechnen. Also zum Test gehört ja der Rechenweg. Wo ist denn der Rechenweg? Da ist kein Rechenweg. Asche auf mein Haupt, bin dem falschen Zitat aufgesessen. Ihr benehmt euch so plump und so blöd. Dabei müsstet ihr eigentlich wissen, dass man mich ganz leicht behandeln kann.
Aber nein, das geht ja noch weiter. Also Herr Höcker hat mir inzwischen seinen Anwalt auf den Hals geschickt. Und da geht es nicht nur darum, waren es 24 Millionen oder 30, sondern nein, das war ja alles gar nicht so gemeint. Sondern Herrn Höcke sei es ja in dieser Rede, die da zitiert wird, gar nicht um Remigration, sondern nur um den demografischen Wandel gegangen. Oh ja, die hübsche Dame mit der modischen Einfallslosigkeit. Also um die Frage, dass Deutsche eben nicht so viel Kinder bekommen und deshalb die Bevölkerung schrumpft. Das stimmt. Na, das erinnert mich doch an etwas. Herr Höcke, was bedeutet der Begriff Remigration für Sie ganz konkret? Ja, mir geht es aber vor allen Dingen um die deutschen Staatsangehörigen, die im Ausland leben, weil sie aus Deutschland geflohen sind. Das ist eine ganz neue Definition, die haben wir von Ihnen bisher noch gar nicht gehört. So. Das ist eigentlich eine alte Definition von mir. Ja, die Methode Höcke. Wir haben gewonnen! Erst hetzen, was das Zeug hält, und dann war natürlich alles anders gemeint. Das hat sie ja gar keiner gefragt. Was wollen Sie überhaupt? Und mit dem groß angelegten Remigrationsprojekt, das Höcke 2018 in seinem Buch forderte, mit den wohltemperierten Grausamkeiten, die es braucht, um es durchzusetzen. Ja, das ist männliche Kommunikation, aber so kannst du mit der Frau nicht reden. Mit dem Aderlass von ein paar Volksteilen, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung und Orientalisierung Deutschlands zu widersetzen, da haben die 20-30% natürlich rein gar nichts zu tun, ist ja klar. Alles klar, Herr Kommissar. Tja! Dass Herr Höcke kurz vor dieser Äußerung in seiner Rede, in derselben Rede davon sprach, die Zahl der illegalen Migranten in Deutschland um einige Millionen zu reduzieren und das ist noch viel entscheidender, eine Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts auch durchsetzen möchte. Natürlich. Um einen Großteil der Deutsch-Türken loszuwerden und überhaupt noch mal begründet hat, ein richtiger Deutscher, na, der muss schon deutsche Vorfahren haben. Klar, gibt auch so ein paar, die kommen von irgendwo und werden dann doch assimiliert. Aber im Wesentlichen, na klar, das ist schon Nation, keine Frage der Kultur. Nation ist eine Frage der Gene. Meine Generation. Haben die Nazis mal gesagt, Herr Höcke? Aber nein, Herr Höcke, also ist doch um Gottes Willen kein Nazi, dass wenn ich das jetzt sagen würde, da kommt der Anwalt doch gleich wieder. Und ich sage euch! Aber naja, da lese ich zum Beispiel die AfD, die hatte ihn mal aus der Partei ausschließen wollen. Die Außenwelt war nicht allzu freundlich zu ihm. Und zur Begründung hatten sie damals gesagt, dass sie bei Höcke eine übergroße Nähe zum Nationalsozialismus festgestellt haben. Auf was gespielt wird? Unsere Nationalhymne. Hast du vermutlich noch nie gehört. Und ein Menschenbild, das der Würde des Menschen widerspricht. Außerdem war den AfDlern damals 2/3 des Bundesvorstandes der AfD, auch Frau Weidel hatte zugestimmt, noch aufgefallen, dass Herr Höcke immer so gern Bestandteile von Wahlkampfreden Adolf Hitlers in seinen Reden paraphrasiert und benutzt. Weißt du, was das ist? Die kleinste Violine der Welt. Wahrscheinlich ist er deswegen ja auch der Meinung, auch das hat er mal gesagt, dass man Hitler doch nicht für das absolut Böse halten sollte. Ich komme aus dem Urlaub und dann sehe ich so einen schnauzbärtigen Typen über jüdische Gene sprechen. Denke ich, nee, nicht schon wieder ein Hitler-Film. Aber klar, nein, also ein Nazi, um Gottes Willen, das ist Höcke natürlich schon gar nicht. Tja, ich glaube, wer seine Sachen wirklich liest, der fällt nicht rein. Da fällt mir ein kluger Spruch von meinem alten Vater ein, Harry. Such die Schuld immer da, wo du die größte Unschuld vermutest. Los jetzt! Alles nur böse, alles nur Verfälschung, der arme, anständige Höcke. Also, ehrlich gesagt, solche Leute wie Höcke, nein, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Ja, aber das denkt man ja nicht. Kein Mensch denkt, dass du arbeitest. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Leute, die AfD wählen, sich genauer angucken, wen sie da wählen und ob sie da mit ihren Anliegen wirklich gut aufgehoben sind. Aber ich kann Ihnen versprechen,
Die Menschen sind nicht doof, wie das die Regierung und auch die Medien hoffen. Hoffen wir mal nur, dass keiner ihre Nummer an Lothar Matthäus weitergegeben hat. Hoffentlich, hoffentlich.